Ich guck gerade, ob hier eine Akustikmauer ist oder so, weil ich habe genau diesen Punkt gerade gebracht und er hört mich einfach nicht. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shots Fired. Heute wieder zwei Debatten, eine hier, eine bei Björn. Bei Björn geht es um den angeblichen Trade-Versuch der Warriors für LeBron James und die Frage, wäre das der Winning Deal gewesen? Hätte dieser Deal die Warriors zum Contender gemacht? Es ist zur Sache gegangen, das kann ich euch verraten. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Link in der Beschreibung. Und heute sprechen wir hier über das All-Star-Weekend. Mhm. Ja, ein Thema, was gerade so ein bisschen das Internet dominiert. Alle regen sich darüber auf, Alle suchen nach Lösungen. Und nicht wenige Leute fragen sich sogar, ob man nicht vielleicht komplett aufs All-Star-Weekend verzichten sollte. Und das gilt es heute für uns zu debattieren. Mhm. Du sagst, nein, auf keinen Fall. Wir brauchen das All-Star-Weekend. Mhm. Und ich halte dagegen und sage, ja Leute, wisst ihr was? Es war ein nicer Run. Aber das Ding ist durch. Wir canceln das All-Star-Weekend for good. Freunde, bevor es gleich mit der Debatte losgeht, muss ich euch noch einmal mit zurücknehmen nach Paris, denn dort hatte ich die Ehre, beim Pre-Launch-Event von NBA Infinite dabei zu sein. NBA Infinite ist ein kostenloses Player-versus-Player-Mobile-Game, bei dem ihr in den verschiedensten Modi mit euren Lieblings-NBA-Spielern antreten könnt. Phil und Sydney waren auch mit dabei beim Event und wir haben uns vor allem im Dreierwettbewerb ordentlich gebattelt. Es gibt aber auch ein 1 gegen 1 und ein 3 gegen 3 Modus und eins haben alle Modi gemeinsam. Das ist sehr, sehr nice. Gameplay und die krasse Grafik. Ich muss sagen, ich war echt überrascht, wie man so einen komplexen Sport wie Basketball in einem Mobile-Game umsetzen kann. Und besonders die Liebe zum Detail hat mich begeistert, gerade was die individuellen Moves der Spieler angeht. Ihr wisst Bescheid, es ist wie im echten Leben. Wie soll man bitte den One-Legged Fadeaway von Kevin Durant verteidigen? Das Spiel ist jetzt draußen und ihr könnt es kostenlos für iOS oder Android über den Link in der Beschreibung runterladen. Probiert es auf jeden Fall aus. Sagt Bescheid, was euer Highscore im Dreierwettbewerb ist. Und falls ihr immer noch nicht überzeugt seid, gibt's hier jetzt nochmal den Trailer. Du bist der Gast. Ja. Gib dein Bestes. Rette das All-Star-Weekend. Wieso sollen wir uns das weiterhin antun? Ich habe erstmal eine Frage an dich. Mhm. Findest du bist qualifiziert, darüber zu sprechen? Weil? Weil ich glaube nicht, dass du ein All-Star-Weekend-Konsument wirklich bist. Denn wenn ich deine Storys richtig verfolgt habe, dann warst du, während eins der geilsten NBA-Events des Jahres stattfindet, warst du in München und hast den BBL-Pokal moderiert. Stimmt. Und während ich nachts die Events und Spiele live geguckt und gegrindet habe, lagst du im Hotelzimmer und hast dir überlegt, was du am nächsten Tag Andi Obst im Interview fragst. Okay. Deswegen muss ich von vornherein mal einräumen und dich stellvertretend für alle Leute nehmen. Keiner von euch guckt überhaupt das All-Star-Weekend. Okay. Und das ist nicht das Fehler vom All-Star-Weekend. Das liegt einfach daran, dass wir in einer Social-Media-Ära leben, wo alle sich am nächsten Tag nur noch die Highlights reinziehen und sich dann aufregen. Deswegen die Hälfte ist jetzt schon mal leise, weil ihr habt überhaupt keine Ahnung davon, was diese Events überhaupt ausmachen. Lass mich kurz einhaken. Das ist Punkt 1. Lass mich kurz einhaken. Gut, dass du erwähnst, dass ich beim Top 4 war. Denn ich habe mir dort Basketballspiele angeschaut, in denen es um etwas ging. Und wurde da nur in meiner Meinung bestärkt, dass Basketballspiele, in denen es um etwas geht, deutlich interessanter sind als Basketballspiele, in denen es um nichts geht. Aber mehr dazu später. Du bist dran. Das höre ich mir gar nicht an von jemand, der auf der BBL-Payroll steht, Leute. Das muss ich ganz klar sagen. Also, wir gehen mal jetzt ernsthaft rein. Schaut mal. Das Event ist doch für die Fans.
sind wir doch mal ehrlich. Da kommen die 24 besten Spieler der Liga zusammen, da kommen die besten Rookies zusammen, da kommen die besten Shooter zusammen, die vermeintlich besten Dunker, Leute, die bei der Skills Challenge mitmachen. Das ist doch einfach nur ein Feel-Good-Event, ein ganzes Wochenende lang in einer mehr als nötigen Pause, die wir alle brauchen in der NBA-Season, weil es einfach meistens im Januar und Februar so ein bisschen draggt. Es wird alles ein bisschen langsamer. Deswegen tut es immer gut, wenn man diesen Restart hat. Und wir können nicht einfach sagen, ja, ciao, wir machen jetzt zwei Wochen Urlaub und sehen uns dann wieder, sondern wir haben das All-Star-Game als Event für die Fans, für die Kinder, für die Leute, die das wirklich interessiert und bewegt. Und den Kindern ist es scheißegal, ob da im All-Star-Game Defense gespielt wird. Die freuen sich über jeden tiefen Dreier, die freuen sich über jeden freien Dunk, weil sie das nicht in den normalen NBA-Games zu sehen bekommen. Es geht um Highlights, es geht um die größten Namen, um die größten Spieler und deswegen bockt dieses Event auch, selbst wenn es mal nicht perfekt ist. Es ist wie Pizza, auch schlecht schmeckt es trotzdem. Und genauso ist es mit diesem All-Star-Weekend. Was? Und ich habe noch mehr Punkte, aber dazu gleich Reach. Mehr. Reach! Das, was What? Ein Reach! Reach ist, dass du dich dazu äußerst. Der letzte Dank von Jordan in Space Jam war nichts gegen diesen Reach, den du hier gerade an den Tisch gebracht hast. Sorry, die Vorlage Nein. ist zu gut, Nein. weil du Space Jam erwähnst. Ich bin nochmal bei den jüngeren Fans. Ich nenne es das Space Jam 2 Phänomen. Wir ganzen Leute, die schon ein bisschen älter sind, sind in Space Jam 2 gegangen, haben diesen Film gesehen und haben ihn natürlich getrashed. Oh mein Gott, was für ein wacker Film. Das ist nicht Legacy-worthy, bla 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 bla. Weißt du, wer diesen Film gefeiert hat? Die Kinder aus der neuen Generation. Genauso wie wir damals den Scheiß-Film, der in den 90ern rauskam, gefeiert haben, der auch ein Quatsch-Film ist, wenn du nicht gerade 6 bist, wenn er rauskommt. Welche? Und deswegen ist es das Space Jam 2 Phänomen, wenn ihr sagt, ja, das All-Star-Game ist heute schon Scheiße. Wir sind alle erwachsene Männer und analysieren das, als wäre das irgendwas, als wäre es der BBL-Pokal, wo es ja wirklich um was geht. Das ist ein Fun-Event für Kinder. Du zitierst hier irgendwelche imaginären Kinder, die das All-Star-Weekend gefeiert haben. Mit wie vielen Kindern hast du wirklich über das All-Star-Weekend gesprochen? Es klingt nämlich, als hättest du mit Hunderten gesprochen. Als hättest du eine repräsentative Umfrage unter Kindern gemacht und kommst hier mit einem krassen Ergebnis um die Ecke. Mit wie vielen Kindern hast du denn gesprochen? Was meinst du, warum wir nächste Woche nach Toronto fliegen? Da habe ich auch schon wieder Umfragen für jeden Tag geplant. Ein entscheidender Satz von dir, das All-Star-Weekend ist für die Fans. Ja. Newsflash, die Fans hassen es. Das ist Bullshit. Die Fans hassen es. Die Outrage-Culture auf Social Media hasst es. Die Fans schalten ein. Würdest du behaupten, dass unsere Community aus NBA-Fanatikern und Menschen besteht, die Basketball lieben? Ja. Gut. Alle, die jetzt zuschauen, bitte einmal in die Kommentare schreiben, objektiv, euer Rating fürs All-Star-Weekend auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr habt ihr euch unterhalten gefühlt auf einer Skala von 1 bis 10? All-Star-Weekend oder Game? All-Star-Weekend. All-Star-Weekend komplett? All-Star-Weekend komplett. Ja, okay. Schreibt es bitte in die Kommentare. Für alle, die jetzt daran teilnehmen, ich bitte euch, stimmt dann nur ab oder schreibt nur dann Kommentare, wenn ihr Freitag, Samstag und Sonntag da seid und dieses Event euch wirklich angeguckt habt und nicht am nächsten Tag wie Siebes einfach ein bisschen bei Instagram durchgescrollt hat, um zu sagen, oh, der Dank war aber scheiße. Oh ja, stimmt. Nee, fühle ich jetzt nicht. Stimmt, du hast recht. Hätte ich nicht nur gesehen, wie Jaylen Brown die Wacken Dunks finisht, sondern vorher auch noch 20 Minuten gesehen, wie er die Wacken Dunks daneben setzt, dann wäre das stimmt dann gar hätte nicht. Mich das, das stimmt dann hätte gar mich nicht. Das vom Hocker ja, gerissen. Ja, seine Dunks waren wack, aber er hat nicht viele Versuche gebraucht. Erzähl mir nichts. Was haben denn die Leute verpasst, die es nicht live gesehen haben? Was haben die Leute verpasst? Bitte, gib's mir. Was haben die Leute verpasst? Den Eventcharakter. Was für Eventcharakter? Wir waren letztes Jahr live dort vor Ort. Ja, und war es nicht geil? War es nicht geiler vor Ort? Erzähl mir doch nichts. Wir sind Moment, da drin gesessen haben gesagt, ey, das kann man sich angucken, das ist Entertainment. Das kann man sich angucken. Ja, man kann sich deinen BBL-Pokal auch angucken. Beim All-Star-Weekend in der Arena zu sitzen, sollte für einen NBA-Fan das Allergrößte sein. Kann man sich angucken, ist kein Fazit, das für das All-Star-Weekend spricht. Ich habe in meinem Vlog, wie ich mich zu dir drehe und sage, ey, Gänsehaut-Moment, oder? Und du sagst, ja, einfach nur Gänsehaut. Was war ein Gänsehaut-Moment, als wir gehen durften? Als zum Boarding aufgerufen wurde in Salt Lake City am Airport. Sorry, guck mal, wir waren da. Und ja, natürlich, wenn du da bist, das Ganze drumherum in der Stadt unterwegs zu sein, sowieso in Amerika. Stadt unterwegs zu sein, wir waren in Salt Lake City. Okay, da gab's zwei Straßen. Im NBA-Haus war es nicht cool?
Ja, im NBA aus. Erzähl mir nicht, wir sind durch die Straßen und gelaufen und haben bei jedem Haus gesagt, wow. Ich hab nicht gesagt, dass ich die Stadt toll fand, aber einfach das Ganze drumherum, diesen zu merken, in der Stadt ist was los, sich die verschiedenen Locations anzuschauen, hier zu sein, da zu sein, bei der All-Star-Practice zu stehen, mit Franz zu sprechen. Natürlich ist das cool, aber das ist ja ein Moment gewesen, den wir erleben konnten, weil wir Access hatten durch die NBA. Das ist ja nicht die normale Experience der Fans, die zu Hause im League Pass sich das angucken und hoffen, da was Tolles zu sehen. Es ist nicht und die normale Experience, dass du dir das Training angucken kannst, dass du dir das Rookie-Training angucken kannst. Okay. Das wird alles übertragen. Und, das kannst du dir alles gerne angucken. Ganz ehrlich, und das machst du ja nicht. Okay, und ich sag dir ganz ehrlich, ich fand den Salt Lake City-Trip cool. Wir waren zusammen unterwegs, konnten coole Sachen drehen für Undrafted, waren viel unterwegs, haben viel gesehen, konnten nah dran, hatten guten Access. Hätte ich mir diese Events zu Hause angesehen, wäre ich abgesehen von Mac McClung's Dunks nicht entertained gewesen. Und du kannst mir, ich kaufe dir auch nicht ab, dass du das Gegenteil behaupten kannst. Es tut mir leid, dass du so abgestumpft bist über die Jahre. Als NBA-Fan hat einen dieses okay, Event dann bewegt. Nochmal. Du hast die Frage gerade nicht richtig beantwortet. Du hast dir alles live von Anfang bis Ende angeschaut. Ja. Dann sag mir, was du gesehen hast, was jemanden, der nur die Highlights gesehen hat, umstimmen würde zu einer Meinung à la wow, das war wirklich der Wahnsinn. Danke NBA, dass du mir dieses Wochenende geschenkt hast. Das kann ich leicht beantworten. Bitte. Wenn du ein Spiel dir live anguckst, sagen wir ein Playoff-Spiel, ja? Du guckst dir live das Playoff-Spiel an, dann hast du ein gewisses Feeling für dieses Spiel, richtig? Ist es nicht ein Riesenunterschied, ob du in der Nacht ein Spiel von Anfang bis Ende geguckt hast, wo auch alle Timeouts mit drin sind, die gesamte Dynamik von einem Spiel, oder du guckst dir am nächsten Tag die Highlights an? Was bewegt dich mehr? Zu welchem Spiel spürst du eine Verbindung? Das Playoff-Spiel. Aber wir reden auch von einem Playoff-Spiel. Nimm Regular-Season-Spiel. Du fühlst nicht mehr verbinden. Sagen wir, es ist ein Blowout. Du guckst OKC gegen wen auch immer. Du guckst OKC gegen Denver. Okay, ganz ehrlich? So, es ist ein Blowout mit 20 Punkten. Okay, dann denke ich mir... Trotzdem, am nächsten Tag hast du es mehr gefühlt, wenn du es live geguckt hast, als wenn du es nicht live geguckt hast. Das ist völlig ich logisch. Ganz ehrlich, über den Punkt will ich gar nicht weiter diskutieren. Hätte ich dieses All-Star-Game live gesehen, hätte ich mich einfach nur geärgert und mir gesagt, fuck, warum habe ich mir nicht die drei guten Szenen, ja, den Mittellinien-Dreier von Dame und... Es gab ja nicht mal wirklich gute Dunks. Hätte ich mir die eine interessante Szene, hätte ich mir die lieber morgen angeschaut. Das wäre mein Takeaway gewesen. Okay, lass uns mal zu einem anderen Punkt shiften, sonst drehen wir uns hier die ganze Zeit im Kreis. Du hast jetzt viel drumherum geschwafelt. Du hast mir nicht gesagt, was die Leute verpasst haben, die sich nur die Highlights angesehen haben. Du hast mir kein einziges Highlight genannt, was die Leute nur erleben konnten, wenn sie es live geschaut hätten. Wie soll das auch in der heutigen Ära sein, dass man ein Highlight nicht mitbekommt? Das ist ja vollkommen logisch. Mir geht es um die Connection zu dem Event. Deswegen habe ich dich am Anfang outgecallt und alle Leute, die es nicht live sich das ganze Wochenende angeguckt haben. Du kannst dir auch... Hör mir zu. Das ist ja auch ein Riesenunterschied. Hör mir doch zu. Ich weiß nicht, Ich habe extra nicht geschlagen. Ich täusche nur an. Erzähl. Okay, ich weiß noch nicht, ob ich mit dir nach Toronto will. Schau mal, es macht doch einen Riesenunterschied, ob du einen Oscar-nominierten Film beispielsweise dir in voller Länge Anfang bis Ende anguckst oder ob du, anders als deine Freunde, die am nächsten Tag einfach eine Zusammenfassung durchliest, hast du dann trotzdem alle Highlights und alle Handlungspunkte des Filmes mitbekommen? Ja. Ist es die gleiche emotionale Connection, die andere Leute haben, die sich das ganze Event oder Film angeguckt haben? Nein! Und deswegen lass mich jetzt diesen Punkt einfach machen, weil das ist genau der Punkt. Also... Und jetzt lass mich zu den anderen Punkten kommen, weil ich will nicht 20 Minuten okay, mit dir über ein nein, Thema streiten. Nein, ich möchte das jetzt abschließen, weil du weigerst dich einfach Logik zu folgen. Das ist nervig. Jeder da draußen hat das längst verstanden, was ich meine. Nein, und du sagst jedes Mal, ich habe ja die Highlights Moment, gesehen. Ja, nein, darum geht's ja nein. nicht. Nochmal, wenn die Highlights, die besten Momente des Wochenendes, jetzt musst du mir auch nochmal eine Minute zuhören. Wenn die besten Momente des Wochenendes dich nicht vom Hocker reißen und eher dazu führen, dass du sagst, scheiße, zum Glück habe ich das nicht gesehen, finde ich alles wack. Ja, wenn die besten Momente dich schon nicht beeindrucken, willst du mir sagen, dass das Drumherum, was aus unter anderem sehr viel Werbung, sehr viel Wartezeit, sehr viel Pausen besteht, sehr vielen Lowlights besteht, willst du mir sagen, dass dieses Drumherum die Experience verbessert hat? Das ist so, als wenn du ein
schlechtes Philly-Steak isst, ein sehr, sehr schlechtes Philly-Steak, verdammt unzufrieden bist und dann der Kellner kommt und sagt, ja, aber hättest du das Ganze drumherum, das Fett und die Knochen noch dabei gehabt, dann würdest du es ganz anders sehen, weil dann hättest du ja eine viel krassere Connection zu dem ganzen Tier. Nein, das Philly-Steak war scheiße und das drumherum wird auch nicht besser geschmeckt haben. Punkt. Lass die Metaphern bei mir. Nein, dem Steak. Ist komplett on point. Ist komplett on point. Nee, das nehme ich nicht mal an. Ist komplett on point. Das ist wirklich nicht on point. Ich muss kurz überlegen. Ja, ich weiß, das hat dich rausgebracht. Weil es ja, aber es so scheiße war. Nein, du sagst, man hat eine Connection zu dem Spiel. Das ist kein Punkt. Okay, aber wir haken das jetzt ab. Die Leute haben es eh verstanden. Mach deinen nächsten Punkt, bitte. Ich kann das gar nicht glauben. Ich sag jetzt schon, nee, alles gut. Ja. Alles gut. Also Leute, ich will noch einmal sagen, das Weekend, ja, es geht ja ums ganze Wochenende. Und zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, was hast du denn verpasst? Beim Rising Stars Game beispielsweise, was am Freitag stattgefunden hat, was ein Turnier war mit Target Score, mit einer Finalrunde. Das hat wahnsinnig Bock gemacht, sich die ganzen jungen Spieler da anzugucken, zu sehen, wie die gegeneinander spielen, zu sehen, dass manche Teams es ernster genommen haben als andere. Es gab Trash-Talk-Momente. Der Trash-Talk-Moment zwischen, Benedict Matherin und natürlich hast du es gesehen, weil du guckst ja nur Highlights. Und das ist genau so ein Thema, das geht natürlich viral dann, aber davon gab es mehrere Momente, solche Dynamiken untereinander gibt es mehr, aber das interessiert dich nicht, weil wenn es nicht gerade ein Mic'd-Up-Moment ist, den man auf 10 Sekunden runtercutten kann, dann ist es ja nicht würdig deiner Zeit. Dann erzähl mir gerne mehr. Dann erzähl mir gerne mehr über die Konfrontation zwischen Jaden Ivey und Benedict Matherin. Das kann ich eben nicht, weil man dafür dabei gewesen sein müsste. Man müsste es komplett gesehen haben, um diese einzelnen Szenen zu sehen. Okay. Verstehst du? Aha. Jetzt mal zu den anderen Punkten. Wir sind beim NBA All-Star Weekend. Es geht hier um ein Event von der NBA. Warum sollte die NBA ein Event canceln mit so vielen Werbemöglichkeiten, mit so vielen Events drumherum, wo die 24 besten Spieler der Welt zusammenkommen? Warum sollte man das canceln, wenn es so viel Geld bringt, wenn es eine Einschaltquote bringt von über 5 Millionen Zuschauern, über 3,4 Millionen Zuschauern am Samstag? Warum sollte die NBA das bitte aufgeben? Herzlichen das ist absoluter Schwachsinn. Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade das komplette Problem skizziert. Dieses All-Star-Weekend findet nur aus diesem Grund statt, um zusätzliche Einnahmen zu generieren, okay, um Werbung zu machen, okay, und um Sponsoren vor Ort zu haben. Und deswegen muss ich dir auch nochmal widersprechen, du hast gesagt, das ist ein Event für die Fans. 80% der Halle, 80% der Tickets sind vergeben an Sponsoren und Friends and Family die Scheiße und Geschäftspartner. Erzählst du mir, seit wir uns kennen, wir waren beim All-Star-Weekend, das war nicht so, dass da jedes Ticket jedem Sponsor gehört hat. Okay, wir waren dann, da unter lauter warum, Fans. Warum war die Stimmung dann so scheiße? Wenn das lauter Fans sind, die sich denken, wow, da unten sind die 24 besten Spieler der Welt, mein Traum wird wahr. Ja. Warum ist die Stimmung dann so scheiße? Weil es von weil die Halle voller Corporate People ist. Deswegen, das weißt du auch. Das stimmt nicht. Ich saß nicht in der Halle und dachte mir, wow, hier sind ja nur Corporate People. Okay, dann sag mir, wenn der Traum von 20.000 Menschen gerade wahr wird, warum war es so still? Schau mal, kein Mensch sagt, das hättest du mich gerne am Anfang fragen können, dann hätte ich es dir direkt eingewilligt, kein Mensch sagt, dass das All-Star Game und Weekend perfekt ist. Keiner sagt, dass die Stimmung vor Ort gut ist. Keiner sagt, dass man nicht neue Innovationen bringen muss, damit das Ganze wieder ansehnlicher wird. Okay. Aber zu sagen, dass man ein Event canceln soll, was 5 Millionen Zuschauer zieht und was für die NBA eines der größten Aushängeschilder ist, ist absoluter Schwachsinn und zählt als Punkt auch dazu, dass die Werbeeinnahmen erstmal reingeholt werden müssen, dass die Sponsoren-Events stattfinden müssen. Die Spieler profitieren, by the way, auch viel damit, denn du siehst nach so einem All-Star-Weekend mehr Podcasts, mehr irgendwelche Werbungen als sonst irgendwo in der NBA. Schau mal bitte in die Kamera, schau mal bitte deiner Community in die Augen. Aha. Und sag, und ich weiß, du würdest deine Community niemals anlügen, sag deiner Community jetzt wirklich, was baust du hier für eine Rampe, with a straight face, ja, dass du dort 3,5 Stunden gesessen hast beim All-Star-Game, mitten in der Nacht, und dich geil unterhalten gefühlt hast. Dass es dir großen Spaß gemacht hat, dieses Spiel zu schauen. Nein, bitte, das... Ich guck gerade, ob hier eine Akustikmauer ist oder so, weil ich habe genau diesen Punkt gerade gebracht und er hört mich einfach nicht.
Was habe ich gerade gesagt, Leute? Ich habe gerade gesagt, das All-Star-Game hat Probleme. Ich habe gesagt, man muss das All-Star-Game verbessern. Und, du sagst zu mir, ja, aber das All-Star-Game war schon langweilig, oder? Ja, dann das sage ich doch. Okay, dann hast du beim Celebrity-Game da gesessen und dich unterhalten gefühlt. Das habe ich mir nicht angeschaut. Okay, hast du bei der Skills-Challenge gesessen und dich unterhalten gefühlt, als Anthony Edwards mit links den Ball gegen das Brett geworfen hat und Scottie Barnes sich auf den Fuß gedribbelt hat? Hast du da gedacht, wow, zum Glück bin ich hier um 3 Uhr nachts wach und kann das erleben? Ganz ehrliche Antwort. Problem der Spieler oder Problem des Events? Sag's mir. Es ist das Problem des Events, weil Schwachsinn. Die Spieler, wenn Scottie Barnes sich nicht auf den Fuß dribbelt und Ant nicht mit links wirft, dann ist es einfach eine Competition. Und was soll Adam Silver machen? Soll er die Spieler bedrohen und sagen, du nimmst das jetzt ernst? Das Problem ist, dass die Spieler... Das hat 2004 nach dem Rookie-Game auch geklappt. Das Problem ist, dass die Spieler das Wochenende nicht ernst genug nehmen, dass sie gerade im All-Star-Game auch keinen Bock haben, sich zu verletzen. Und deswegen wirst du das nicht ändern. Du wirfst Sachen quer durcheinander. Wir reden hier von Contests jetzt gerade. Jetzt kommst du mir wieder mit dem All-Star-Game. Du weißt doch, alle Spieler, die meisten Spieler sind einfach zu cool for school. Niemand will dort All-Out gehen bei dieser Skills-Challenge. Die sind alle lässig, die legen Layups daneben, die machen das auf entspannt. Und ich habe Wemby gesehen, ich habe Halliburton gesehen, die haben sich ziemlich angestrengt. Das ganze Pacers-Team, dieses Hometown-Hero-Team strengt sich immer an, weil die wollen vor der eigenen Fancrowd gut aussehen. Okay. Du musst vielleicht nicht mehr Anthony Edwards holen oder Leute wie Scottie Barnes, die da drauf scheißen, aber Leute, denen es wichtig ist, so wie Wemby beispielsweise, Rookies, die sich beweisen wollen, da ist das sehr, sehr spannend. Okay, auf jeden Fall, das ist spannend. Du hast gesagt, man muss vielleicht hier ein bisschen was verändern. Ja. Wurde nicht in den letzten Jahren krampfhaft versucht, das All-Star-Game zu optimieren? Krampfhaft. Mit Draft, mit Elam Ending. Ja, und war es nicht cool? Dann haben wir ein oder zwei Jahre lang gedacht, wow, das Problem ist gelöst. Ja. Und jetzt ist es schlimmer als vorher. Ja. Und nochmal, jeder... Du hast mit vielen tausenden Kindern gesprochen. Ich weiß, ich habe nicht eine positive Stimme hinsichtlich dieses All-Star-Weekends gehört. Wo hast du denn geguckt? Überall! Was ist denn überall? Egal auf welcher Plattform du schaust, auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube, unter jedem Video, unter jedem Highlight, alles wurde weggeflamed. Und das weißt du auch. Und ganz ehrlich, soll ich dir sagen, ist nicht repräsentativ für die gesamte Gesellschaft. Soll ich dir sagen, was der NBA helfen würde? Erzähl es mir. Mach von mir aus, statt des All-Star-Weekends, mach eine Woche Pause. Mhm. Leg die Woche Pause in die Super Bowl-Woche, weil da kannst du eh nicht konkurrieren. Da dreht sich die gesamte Sportwelt gerade in Amerika nur um den Super Bowl. Mach eine Woche Pause. Reduziere zusätzlich noch die Anzahl der Spiele in der Saison. Sorg dafür, dass das Regular-Season-Produkt besser wird, dass die Regular-Season-Spiele kompetitiver und unterhaltsamer sind. Und dann startest du von mir aus nach diesem Break, nach diesem einwöchigen Break, startest du in die zweite Saisonhälfte, ziehst das Ding groß auf mit Countdown Richtung Playoffs, startest vielleicht mit einem geilen Spieltag à la Christmas Game Schedule, mit geilen Spielen, weiß, okay, jetzt Endspurt Regular Season, geiles Produkt, jedes Team hat noch 15 Spiele, darauf haben die Leute Bock. Und da garantiere ich dir, dieser erste Spieltag nach der Pause hätte deutlich mehr Einschaltquoten als das All-Star-Weekend. Definitiv, zu 100%. Und du hast ein viel, viel besseres Produkt. Die Spieler haben eine Woche Pause, können sich regenerieren, haben nicht 500 Millionen Pressetermine und kommen dann zurück, wissen, das sind noch 15 Spiele. Wir müssen einiges gewinnen, um eine gute Ausgangssituation für die Playoffs zu haben. Und dann hast du ein geiles Produkt. Punkt. Viel besser. Ich feiere deinen Idealismus und deine Passion. Viel besser. Ja, viel besser ist auch, wenn die NBA dann wie viel ungefähr 15% ihrer Einnahmen verliert. Du willst mir sagen, die NBA macht 15% ihrer Einnahmen am All-Star-Weekend? Nein, aber ich gehe auf alles ein, was du zu mir sagst. Und du hast mir gerade gesagt, wir kürzen die Regular Season, wir machen in der Super Bowl-Woche überhaupt kein Basketball und wir verzichten aufs All-Star-Weekend. Richtig. Und ich würde jetzt einfach mal grob überschlagen schätzen, dass ich da ungefähr bei 10% oder 15% Einbruch in den Einnahmen komme. Und als jemand, der wahrscheinlich ein Business führt, denke ich mal, dass Adam Silver sich denkt, naja, wahrscheinlich schöner Vorschlag, Siebes, aber so geil ist es nicht, wenn wir 15% Einnahmen verlieren. Das ist einfach Bullshit. Das ist Idealismus. Du hast die Statistiken gesehen. Irgendein random billiges NFL Regular Season Game zwischen zwei schlechten Teams hat mehr Einschaltquoten gemacht als alle NBA Christmas Games dieses Jahr zusammen. Und manche Klassikospiele haben mehr Einschaltquote als der aber fucking Super Bowl. Soll ich jetzt den Super Bowl absagen? Nein, aber das Ziel muss doch sein, das Produkt besser zu machen. Und lieber habe ich 68 Spiele, geiles Produkt, als 82 Spiele, durchwachsenes Produkt. Steigende Quoten und mit höheren Quoten hast du wiederum mehr Geld aus den TV-Deals und kannst deine 15%, die du dir an den Haaren hier herbeiziehst, kannst du von mir aus gerne wieder ausgleichen. Und also, wie gesagt, ich habe das gerade einfach mal so hier ins Blaue hineingesprochen. Ja. Das muss ja jetzt nicht die Patentlösung sein. Was ich nur sagen wollte, du brauchst das All-Star-Weekend nicht. Und nochmal, Skills-Challenge,
zum Vergessen. Ja? Dreierwettbewerb, okay, kann man sich angucken, aber nur für den Dreierwettbewerb musst du auch nicht so ein Wochenende veranstalten. Was ist mit Sabrina gegen Steph? War das ein Win? War ein cooles Ding, war aber geil, das kannst oder? Du auch jederzeit, das kannst du auch wo, von mir wo aus... Wo machst du das sonst? Wo du möchtest. Der Warriors? Wo du möchtest. Bullshit, Bullshit, du brauchst dann ein Event dafür. Dann machst du es im Sommer. Die NBA will doch eh in All-Year. Im Sommer, wo denn? Wo denn? Als ob Nike und Under Armour das nicht hinbekommen würden. Und dann, füllt dann die Halle mit einer Runde Steph gegen Sabrina? Darum geht's doch jetzt gerade nicht. Ich will doch nur sagen, du kannst für den Dreierwettbewerb dieses Steph versus und Steph versus Sabrina, okay? Zwei All-Time Greatest Shooter. Das gibt's ja auch nicht jedes Jahr. Sollen die das jetzt jedes Jahr machen? Das war jetzt einmal nice, aber wie oft werden wir die Konstellation haben, dass sich sowas anbietet? Das war jetzt eine Ausnahmegelegenheit. Super, ja, Dreierwettbewerb, okay. Dunk-Contest zum Vergessen. Absolute Frechheit zum Vergessen. All-Star-Weekend, absolute Frechheit zum Vergessen. Kannst du, und nochmal, kannst du mir nicht erzählen, dass du es genossen hast? Hast du ja gerade indirekt auch zugegeben. War nicht schön anzusehen. Die Spieler werden es nicht ändern, weil sie keinen Bock haben, sich zu verletzen. Es gibt keine Lösung. NBA-Fans sind eher abgefuckt, als dass sie es feiern. Du tust niemandem Gefallen. Niemand geht aus dieser Halle oder macht nachts den League Pass aus und sagt, boah, gut, dass ich wach geblieben bin. Und deswegen kann dieses Produkt in meinen Augen weg. Ist eine komische Debatte heute. Ich habe das Gefühl, innerhalb der ersten 10 Minuten alle Argumente zu bringen und seitdem hast du dich taub gestellt. Und jetzt mir zu sagen, dass man deine Patentlösung ist ja, komm, wir kürzen die Saison und wir scratchen das All-Star-Weekend. Und ich habe dir gesagt, ja, damit verlierst du eine Menge Kohle und du stellst dich auch da einfach taub und sagst, ja, Moment, aber dann steigert ja die Qualität der Spiele und dadurch gibt es mehr Einnahmen. Absoluter Bullshit. Das muss langfristig doch das Ziel sein. Du vergleichst es mit der NFL, die was, 30 Spiele in der Saison haben, wo die Saison ein paar Monate geht. Du verdrehst mir auch die Worte im Mund. Nein, tue ich nicht. Du hast es doch genauso gebracht. Die NBA wird nie auf dem Level der NFL sein, das weiß ich auch. Auch. Gut, dann lass den Vergleich das weg. Das heißt auch nicht, wir setzen das so um und sofort hast du die 15% wieder raus, mit dem wir jetzt hier die ganze Zeit rechnen. Aber langfristig, jeder Spieler, alle reden doch darüber, dass es zu viele Spiele sind. Fans regen sich über Load Management auf. Du sagst, wir machen das für die Fans. Wie viele enttäuschte Fans kommen in die Halle, weil sie Jokic versus Giannis sehen wollen und dann spielen beide nicht? Wie oft passiert das? Wir wollen doch davon weg, oder nicht? Wir wollen davon weg. Wir wollen das Produkt besser machen. Und stimmst du mir zu, dass ein besseres Produkt mehr Einschaltquoten generiert? Langfristig? Nein. Nein. Was? Ey. Nein. Das funktioniert nicht so. Deswegen habe ich es vorhin Idealismus genannt und dabei bleibe ich auch. Alles, was du hier in den Raum stellst, sind die Sachen, die auf Social Media rumgeistern, wo Leute sagen, ich habe mir überlegt, vielleicht sollte man die Spiele kompetitiver machen. Ich habe mir überlegt, man sollte die Saison kürzen. Und du hast mir gar keine Lösung genannt. Ich gebe dir eine Lösung. Ich gebe dir die Lösung. Man behält das fucking All-Star-Weekend, weil es eins der größten Events der NBA ist im Jahr. Und dann scratch ich das nicht einfach. Dann haben wir nächstes Jahr, die gleiche Scheiße wie dieses Jahr. Willst du mir ernsthaft sagen, ein Event, was es seit x Jahren gibt in der NBA, was einfach dazugehört zu jeder Saison, willst du jetzt eine Woche einfach Urlaub haben? Das heißt, nächstes Jahr würdest du es genauso wieder veranstalten wie dieses Jahr? Nein! Was würdest du denn anders machen? Ich würde bessere Dunker einladen. Okay. Ich würde Profi-Dunker als Coaches für die Dunker abstellen. Der Dreier-Contest ist fein. Da nehmen übrigens nur All-Stars teil und alle feiern den Dreier-Shooter. Da zählt mir nichts. Sabrina gegen Steph kann man gucken, wie man das vielleicht erweitert mit anderen WNBA-Spielerinnen, mit College-Spielerinnen, whatever. Man kann auf jeden Fall bei der Skills-Challenge ansetzen, weil die war früher richtig geil. Dann hat man diese ganze Gimmick-Scheiße eingebaut. Das kannst du scratchen. Aber die Skills-Challenge an sich kann funktionieren. Dann hast du schon mal den Saturday gerettet. Der Freitag funktioniert auch so. Wenn ihr Basketballfans seid, ich habe das von Anfang bis Ende genossen. Auch wenn es nicht immer mega kompetitiv war, aber ich habe es von Anfang bis Ende genossen. Dieser Freitag bockt. Und der Sonntag, da kann man überlegen, ob man daraus auch ein Turnier macht. Man kann überlegen, ob man mal ein 3-3 einführt. Man kann über alles Mögliche sprechen. Aber ich scratche kein Event, was 5 Millionen Zuschauer anzieht am Wochenende, was eins der wichtigsten ist in der NBA. Das kannst du mir nicht. Das kannst du nicht scratchen. Und dann dieser Vergleich mit der NFL. Ja, in der NFL funktioniert so. Ja, gut, Alter, Fußball funktioniert auch anders. Jeder Sport funktioniert anders. Ganz kurz, weil ich das nicht so stehen lassen kann. Du sagst, Dunk-Contest retten wir, indem wir einfach bessere Dunker einladen. Also du meinst, Adam Silver hat sich einfach gedacht, okay, ich kenne keine guten Dunker. Die besten, die ich kenne, sind Jacob Toppin, Jaylen Brown, Mac McClung und ich... Anthony Edwards, der Name sagt mir nichts, den kann ich nicht einladen. Den würde ich niemals einladen. Der Name sagt mir auch nichts. Okay, aber was ist das für eine Lösung? Ja, wir laden bessere Dunker ein. Nein, ich habe gesagt,
okay, wir laden ungefähr ähnliche Dunker ein. Die müssen auch Bock haben. Ja, natürlich. Und wir laden Profi-Dunker ein, die deren Coaches sind, die vielleicht als Joker einmal für sie danken können. Wir tauschen die Jury aus, die komplett out of touch ist mittlerweile, die keinen Plan mehr hat, was ein guter Dunk ist oder nicht. Sonst wäre Jakob Toppin weitergekommen. Darüber kann man alles reden. Okay, Leute. Aber dann scratch doch kein Event mit so einer hohen Einschaltquote. Okay. Das ist doch Bullshit. Und das musst du auch eingestehen. Aber nein, du bleibst bei deinem Social... 5 Millionen ist gar nicht viel. Das machen Joko und Klaas mit irgendeiner Scheiße, die nur in Deutschland läuft. Und die NBA ist ein Global Billion Dollar Product. Aber du musst jetzt auch los. Ich habe gerade gesehen, gleich läuft das Real Life vom All-Star Game. Ah, ja. Du wolltest dir das nochmal anschauen und das richtig, du wolltest nochmal richtig mit dem Spiel connecten. Deswegen, Björn muss los, Leute. Und ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Wir haben alles gesagt. Okay. Ich habe keinen Bock. Schaut euch gerne auch nochmal das Celebrity Game. Das war auch richtig gut, Leute. Und schaut bei Björn vorbei. Da geht's um den LeBron-Trade zu Golden State. Und ich bin sehr gespannt. Ich war selten gespannter auf die Kommentare. Von daher, Leute, gebt Gas. Ich wüsste so gerne, wie viele von den Leuten die Kommentare schreiben, das komplette Weekend geguckt haben. Okay. Schreibt es gerne noch dazu, Leute. Danke fürs Zuschauen. Schaut bei Björn vorbei. Morgen NBA Undrafted. Haut rein. Nächste Woche Ciao. Toronto. Yes, wir fliegen nach Toronto.